Willkommen zum Tagessegen. In der katholischen Kirche wird heute das Herz-Jesu-Fest gefeiert und deswegen aus dem Johannesevangelium gelesen im 19. Kapitel. Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Warum dieser Hymnus, warum diese Begeisterung bei diesem Stich in die Seite Jesu? Weil an dieser Stelle deutlich wird, wer Jesus wirklich war. Jemand, der offen war für die Menschen, das zeigt das Kreuz. Und als er dann wirklich noch bis zum Schluss gestichelt wird mit der Lanze, da öffnet er sich noch einmal und zeigt, ihr könnt mich nicht verschließen für euch. Ich wünsche Ihnen, dass bei allen Sticheleien des Lebens, die auf Sie so zukommen, dass Sie da an diesen Jesus denken und an diesem Herz-Jesu-Fest neu wieder zu glauben beginnen, da, wo es mir besonders weh tut, was Menschen mir antun, was Gott mir antut, wie ich manchmal so denke, da ist ein Ort, wo eine Quelle aufbricht. Da kann ich Barmherzigkeit lernen, Mitgefühl lernen und da kann ich mit Gottes Kraft sagen, ich höre nicht auf zu lieben. Ihr könnt nicht dafür sorgen, dass ich aufhöre, offen zu bleiben für Gottes Gnade und offen zu bleiben für euch Mitmenschen, offen zu bleiben für die Welt. Ich wünsche Ihnen Segen aus dem Herzen Jesu jetzt zu Ihnen hin. Es segne Sie der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.